Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton, wir spielen Ratchet und Clank weiter, sind jetzt auf Novalis, gucken wir mal, was hier kommt. Sieht schon mal phänomenal geil aus, ey, ich bin so begeistert, wie Wait a das second. Spiel Is that aussieht. rare Titanium? Maybe we should upgrade our weapons first. Ah, hier kann man die Waffen upgraden. Activate Gadgetron Vendor. Geil. Upgrades, Viereck. Here's where you pick your weapon. Let me walk you through the process with one of mine. Well, you see something? You're gonna need rare titanium for this stuff, but we'll use some of mine for now. Alles All klar. You gotta do is pick one of them cells. Upgrade Chain beginnen. Machen These wir. Things chain together. Go ahead and fill out the whole chain. All right, just confirm the transaction and the deal's done. Good. Damage makes your weapon hurt more, more pain, more gain. Hey, you surrounded a mystery cluster. Now that's gonna give you a big boost. The mystery cluster, big boost. That's all there is to it. Give it a spin on one of your own. Okay, interessant. Ach du Scheiße. Ich würde gern an den Combustor gehen. Ammo. Gibt mir mehr Ammo, aber ich kann nicht mehr zurück. Ah doch, ich kann zurück. Rate of Fire. Würde ich nämlich auch gerne upgraden. Ah, ich muss da Stück für Stück arbeiten. Confirm. So, 5% mehr Rate of Fire. Und plus 6 insgesamt mehr Munition. Haben wir jetzt für den Combustor. Fill helfen. Ah, da kann man sich komplett auffüllen. Auch interessant. Ah, und hier sind Kristalle. Haben wir wieder 3 Stück. Das heißt, wir gehen wieder direkt zurück. Ah, und da kann man neue Waffen kaufen. Pyro Sitter. Kauf mal. Confirm. Geil. So, dann will ich jetzt direkt an die Upgrades. Mach die Range gleich ein bisschen höher von dem Teil. So, bisschen mehr Schaden. Go out and set the world on fire. Fett. Ich bleibe aber erstmal beim Combustor. Whoa, that is a lot of bad guys. Oh je. Defend the planet, also den Planeten verteidigen. Boah, wie es hier abgeht. So, wir brauchen insgesamt 4000 Muttern und Schrauben für die nächste Waffe. Ey, wie das hier abgeht, wie hier alles rumfliegt, gell? Ja, ich bin froh, wenn der Combustor ein bisschen mehr Damage macht. Oh je. New card available. Auf Options können wir uns die Karte anschauen. Big Al hier. You've just collected your first holo card. You can earn single holo cards by defeating enemies. Or you can explore secret areas to find packs of three. Your goal is to complete a whole set of holo cards. Open Pack. Okay, das sind dann halt so Sammelkarten, ne? Trade in 5 Duplicate Cards, wenn wir doppelte hätten. Ah, scheiße, 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 wo waren die Karten? Hier, ich wollte sie nochmal umdrehen, um zu zeigen. Hier, Combustor. Das ist cool gemacht. Steht auch dabei, aus was für einem Spiel das war, falls ihr es eben gesehen habt. Aus Original Ratchet & Clank 2007. Sehr cool. Aber wir stürzen uns jetzt wieder direkt in die Action. Uiuiui. Geht's ja ab. Hey, that's a Cora Verilux statue. She's the youngest recruit ever to be selected for the Galactic Rangers. Wo ist die Statue? Attention, invading blood. Er sagt zwar, dass da eine steht. Ah, hier. Of this vector. I don't want to test or avoid us, but just in case, check your metal.
Ah, Nahkampf, nicht so schlau. Ruf, ruf, ruf. Ah, out of ammo. Kacke. Hab ich aber noch erledigt. Hab ich durch Nahkampf-Skills erledigt. Komme ich nochmal zurück zu dem Upgrade-Ding? Ich glaube, letztens hätte ich mir noch schnell Ammo Cold. Cold. Ammo Cold. Ist aber auch egal. Ich sammle hier jetzt noch ein bisschen Zeug ein. Ich werde natürlich versuchen, alle möglichen Geheimnisse zu finden und sonst was. Versprechen kann ich nichts. Die Frage ist, können wir schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Cool. Ist das Ding explodiert? Ja. Verwirrt bin ich. Ich weiß zwar nicht, ob wir jetzt hier tatsächlich schwimmen müssen, aber gucken wir einfach mal. Na also. Guck mal, da gibt's auch gleich schicke Kristalle und Stuff. Fett, wir haben 2 Kristalle. Und schon fast 1600 Schrauben und Muttern. Ich glaube, wenn ich hier tauche, bin ich schneller. So, da war aber noch ein Weg, und zwar genau da hinten. Gucke ich mir auch direkt an. Wie gesagt, ich versuche halt das meiste hier rauszuholen, ein bisschen zu erkunden. Ich denke, das Spiel ist es auch wert, sich alles Mögliche anzuschauen. Had to get to the surface to breathe. Na los. So, Fett hat uns doch ein bisschen was gebracht. Sehr schön. Und zurück an Land. Jetzt können wir mal gucken. Ja doch, man kann tatsächlich hoch. Kann ich nochmal upgraden. Sorry, wenn das jetzt gerade sich ein bisschen zieht, wie es weitergeht, aber ich spiele das halt normal, sag ich. So, Combustor auf jeden Fall wieder hochsetzen. Rate of Fire diesmal. Sehr geil. Bonus Bowls durch den Combustor kriegt man jetzt auch. Nuts and Bowls. Schaut euch an, wie gut es aussieht. Schaut euch das an. Ja, da laufe ich natürlich gerade voll in den Busch rein, ey. Wisst ihr was? Ich nehme mal den Pyrocider. Ach, hier ist noch das ganze Zeug von vorhin. Wechsel auf die Granate, glaube ich. Oh, fuck. Na toll. Jetzt dürfen wir wieder außen rum gehen. Zum Glück ist der Weg nicht so weit. Aber natürlich, natürlich stand ich genau da, wo die Kacke am Dampfen ist. Combustor. Jawohl, sehr, sehr actionreich das Ganze hier. Ich hab gedacht, das Grüne wäre was zum Einsammeln. Hatte ich gedenkt. Aber am Arsch. Oh dear, more of them. That must be the mayor's ship. This is a transmission for the Galactic Rangers. Please, we need assistance. This is Agnov Buckwash, mayor of the Tobruk Crater of Novalis. Mayor Buckwash will not last long without our help. Eggnog Buckwash. Dann helfen wir dem doch.
Level up, Combustia Level 2. Ach stimmt, je öfter man die Waffe benutzt, umso mehr levelst du ab. Damage enemies to increase your weapon level. Each new level opens new Raritarium Upgrades. Okay. Das heißt, höheres Level, mehr Upgrades verfügbar. Und natürlich wird die Waffe dann immer stärker, immer besser. Ein Element, das ist auch in, wie heißt das andere von dem Insomniac? Sunset Overdrive gab. Was auch ein extrem geiles Spiel war. Bam. So ein bisschen Nahkampf kann natürlich auch nie schaden. Sehr gut. Ja, ich denke, man wird halt gezwungenermaßen alle möglichen Waffen verwenden, einfach um sie abzugraden. Wenn es nur für die Trophys ist. Ja, ich denke, meine erste Main Weapon ist tatsächlich dieser Combustor. Sounds like Skid McMarks is in trouble. We gotta get to Iridia. Erlaubt, dann machen wir uns auf den Weg zu Iridia. We must first repair our ship. Right. Okay, let's see if we can find some help. Ich finde den Humor von dem Spiel geil gemacht. Call somebody who cares. Ja, es ist schon gut, ja, ne? Ja. So schließt sich der Kreis. Wollen wir mal hoch? Weiß nicht, ob die Help da oben ist. Aber wir haben definitiv die Upgrades hier oben. Weapon Upgrades. Combustor direkt wieder hochsetzen. So. Hier ist der Kreis Nummer 2, aber ich gehe, glaube ich, nach rechts. So, mach noch was bei der Fusion Grenade. Area of Effect hochsetzen. Das heißt, der Radius wird erhöht, in der die Granate trifft. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen. Ah, find someone to help repair your ship. Sieht gut aus. Uiui. Guckt euch mal die Höhle an. Ey, ich bin so abartig begeistert, wie das Spiel aussieht. Moment. Ich will... Ja, geht nicht. Ich wollte gerade mal schauen, ob man... jetzt springt er hoch. Ob man da rein kann. Aber das Spiel will nicht. Ich denke, für die da oben nehme ich jetzt mal die, den Flammenwerfer. Einfach um den ein bisschen zu leveln. Ah, Walljumps. Geht's hier... Ah, Karte. Holocard Pack acquired. Ein ganzes Pack. Schauen wir doch mal direkt rein. Open Pack. Grimm's Workshop haben wir. First Appearance Ratchet & Clank 2002. Ah, der Combustor war in Ratchet & Clank Future. Tools of Destruction 2007. Nicht das erste. Das heißt, das erste ist von 2002. Nicht von 2007. Interessant. Wir haben 3% haben wir jetzt eingesammelt in allen Karten. Könnte noch lustig werden, da alles zu finden. Alright. Oh Gott, der Arme. Wie der geschrien hat, ey. Was ist da unten? Ah, der Fluss. Da will ich nicht rein. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unsere Main-Waffe da überhaupt Upgrades machen können. Ich vermute es nicht. Ich denke, das bleibt immer gleich. Ja. Ich komme ja schon.
Das sollte reichen. Ah, okay. Muss mal bis zum Schluss drehen. Oder auch nicht. Ach so, und dann schnell los. Nee, auch nicht. Gedacht, dann schnell losrennen. Müssen wir gleich gucken, wie es funktioniert. Müssen wir mal schauen. Flammern, 16 Minuten, okay. Da kann ich noch ein bisschen. Ist hier unten noch was? Sah nicht so aus. Und hier. Auch nicht. Ah, doch, ein paar. Nuts and Bolts. Okay, wie funktioniert der Rätsel? Kann ich auch in die... Ne, ich kann gar nicht in die andere Richtung drehen. Ach, jetzt läuft's automatisch. Okay. Was ein Scheiß, ey. Ich habe gedacht, das muss halt feststellen, dass ich hier hochkomme. Dem war aber nicht der Fall. Offensichtlich. Hui, 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 hui. Alle kaputt, alle kaputt. Das Ding geht echt gut ab. Bevor ich da runter gehe, gucke ich, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Sieht aber nicht so aus und ich glaube, wir sind dann auch fast am Ende vom Level. Ah, guck mal, da hinten sind noch Boxen. Ja, aber man will ja nichts verpassen hier. Na, es ist... Auf geht's. Geil. Gefällt mir. That was awesome. Wanna do it again? Okay, let's see what we got here. See you in the next reboot. Man, you got a lot of bolts. But get rid of some of them and buy a proton drum from me. So, dann holen wir doch die Proton Drum. You won't regret it. Fully loaded. Fully loaded. Und als nächstes noch den Combustor. Bisschen upgraden. So, was macht die Waffe? Interessant. Interessant. Ich denke, das war's jetzt mit dem Part. Sehen wir gleich. Vielleicht gibt's noch eine Cutscene, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall schon mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.